Basilikum. Dann möchte ich mal was probieren, habe ich noch nie gegessen. Den Pfirsich-Vanille-Eis-Tee-Eiscreme wollte ich jetzt sagen. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, natürlich Hanna. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute den ersten Food Haul nach dem Urlaub. Somit ist es für mich ein XXL Food Haul. Ich habe um die 70 Euro bezahlt. Und wenn ihr keine weiteren Food Hauls mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Ich würde mich mega, mega drüber freuen. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach. Ich habe jetzt nichts Großartiges sortiert. Ich nehme es einfach so raus, wie es kommt. So, dann fangen wir an. Und zwar habe ich gekauft einen Wurzelsalat. Eigentlich wollte ich Salatherzen, aber die waren so riesig, das wäre für mich einfach zu viel gewesen und deswegen habe ich mir den mitgenommen. Sieht mega saftig aus. Genau. Dann geht es weiter und zwar habe ich wieder mitgenommen ein Dinkeltoast. Da möchte ich wieder diesen armen Ritter machen. Mega, mega lecker. Dann durften mit, wie immer, Bananen. Ich habe mitgenommen 2 Karotten. Dann habe ich mitgenommen und neu entdeckt Brat- und Backtaler Knusperkruste von Leerdammer. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus und da bin ich echt gespannt, wie der schmeckt. Und ich liebe es ja, Dinge auszuprobieren. Dann habe ich mitgenommen 10 Eier. Ich glaube, ich habe zwar noch ein paar, aber man kann ja nie genug davon haben. Dann habe ich mitgenommen 2 Kiwis und zwar die goldenen. Genau. Dann habe ich mitgenommen eine Gurke. Dann durfte wieder mit der Minze-Zitrone-Eistee und den Pfirsich-Vanille-Eistee-Eiscreme, wollte ich jetzt sagen. Die schmecken wirklich sehr, sehr lecker und sind ohne Zucker, so viel ich weiß. Ja, Agavendicksaft ist drin, aber okay, kein zugesetzter Zucker. Dann, da ich die ja gestern leer gemacht habe, was ihr in meinem Food Diary vom Urlaub sehen könnt, ich verlinke es euch mal hier oben oder da oben, ich weiß immer nicht welche Seite, da könnt ihr das Food Diary von meinem Urlaub ansehen. Und deswegen durften wir mit Backcamembert. Dann habe ich mitgenommen Spinat Ricotta Tortellini, eine meiner Lieblingstortellinis. Dann habe ich 3-mal Milch mitgenommen und einen Mandeldrink. Da habe ich noch einen zu Hause, den habe ich heute aufgemacht. Dann habe ich Sanella mitgenommen, denn jetzt kommt ja so langsam die Herbst-Weihnachtszeit und da geht's los mit dem Backen. Und deswegen habe ich Sanella mitgenommen. Dann möchte ich ein Rezept testen, beziehungsweise ein Dressing, ein Salatdressing. Dafür habe ich jetzt einfach mal Oliven gekauft. Ich bin nicht so der größte Olivenfan, aber ich hoffe, in dem Dressing schmeckt das. Dann dürfen noch 2 Äpfel mit. Genau, die sind wirklich, wirklich schön. Da freue ich mich schon, die zu essen. So, das war Tasche Nummer 1. Habe ich hier noch mal eine kleine Tasche. Ich habe Basilikum gekauft, der von meinem Papa ist jetzt so langsam. Ja, der sieht nicht mehr schön aus und gibt auch keine Blätter mehr. Deswegen durfte ein neuer mit. Dann ganz unspektakulär, Taschentücher müssten mit. Meine gingen gestern aus und ich wollte nicht unbedingt zu DM. Deswegen, ja. Dann habe ich mir wieder mitgenommen Johannisbeeren. Was heißt wieder? Kaufe ich selten. Dann möchte ich mal was probieren, habe ich noch nie gegessen. Und zwar Sushi. Ich habe natürlich eine vegane Variante genommen. Mit Avocado bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe noch nie Sushi gegessen. Sojasauce habe ich noch ein bisschen zu Hause. Kann ich das mal so tippen? Bin echt gespannt. So. Wie schon vorhin erwähnt, Weihnachtszeit und natürlich braucht man da ein bisschen bunte Deko, damit das auch schöner aussieht. Und so habe ich da so Weihnachtsmännchen, so Keksmänner gekauft, genau, und die bunten Perlen.
Und so Zuckerstreuseln habe ich noch zu Hause. Dann Tomaten, kleine Mini-Tomaten. Dann habe ich gekauft den Alpro mit Kokosnuss. Genau, der ist ja wirklich mega, mega lecker. Und der darf immer wieder mit. Dann habe ich noch vegane Gummibärchen entdeckt. Die habe ich jetzt auch noch nie gesehen, deswegen durften die mal mit. Dann habe ich gekauft die Reispfanne von Unge. Da bin ich wirklich auch sehr, sehr gespannt. Die wollte ich eigentlich schon ewig testen, schon seit ich weiß, dass es die gibt. Und ja, jetzt habe ich sie endlich mal mitgenommen. Schauen wir mal. Dann Mr. Knister durfte noch 3 Paprikas mit. Einen Speisequark. Ja, den weiß ich noch nicht so genau für was, aber zum Backen kann man den immer mal gebrauchen. Dann durfte noch ein Karamell Macchiato mit von Starbucks. Den gönne ich mir heute Mittag. Und zu guter Letzt habe ich auch noch nie gesehen und gegessen Kiwibeeren. Wenn ihr die Kiwibeeren kennt, dann schreibt es mal ab in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren. Ich bin so, so gespannt, wie die schmecken. Und ja, alles liegen bleiben. Genau, die werde ich testen. Und dann habe ich noch gekauft, genau, gefrorene Heidelbeeren. Die habe ich allerdings schon in der Gefriertruhe, weil die mir fast verlaufen sind. Und dann habe ich noch so ein 12er-Pack Mezzomix Zero mitgenommen. Da es die immer so selten gibt, habe ich gedacht, ich nehme gleich einen ganzen Pack mit. Der reicht dann für einen Monat. Genau, das war's. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Würde mich auf jeden Fall mega, mega mäßig freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!